Natürlich jetzt gleich hier Spiel Nummer 4 gewinnen. Wäre ganz wichtig. 3:1 Serienführung. Ja, ich hätte ich nichts dagegen. Schauen wir doch hier nochmal schnell rüber. Dann würde ich doch sagen, machen wir noch eine ganz kurze Vorhersage. Gewinnen wir das Spiel oder verlieren wir es? Könnte wieder um die Kanalpunkte daddeln. Und es sollte auch schon losgehen. Ja, Puckdrop Erfolg. Drittel Nummer 1 von Spiel 4 beginnt. Juris kann das Ganze gleich mal für sich entscheiden. Allerdings Abseitsstellung. Ich muss gerade sehen, ich habe hier noch das falsche Ding drin. So, jetzt stimmt's. Toni, servus. Jetzt fangen wir gleich mal mit Zeit. Bulli geht dann schon an SSK. Kommen jetzt hier über die rechte Zone. Nur ein bisschen ins Drittel von Norix. Paddy fängt es gut ab. Jetzt der Dampf von Alex auf Kermit. Das ist hier die Scheibe auf der linken Seite. Gleich mal der Schuss. Ah, hier ein Abpraller landet fast bei Alex. Jetzt Gewühl vorm Tor. Wo ist die Scheibe? Beim Goalie. Der packt hier jetzt zu. SSK eSports, herzlichen Dank für den Host. Welcome to the stream, everybody. Jetzt hier gleich mal offensiv Bulli. Juris hatte in den ersten drei Spielen ein bisschen Probleme am Bulli-Kreis. Vor allem in den ersten zwei Spielen. Da war er erstaunlich... hatte das Nachsehen jetzt gute Chance von SSK. Jus passt auf. Wobei er ja in der Regular Season wirklich überragende Stats hatte. Jetzt guter Close Support hier von Chris. Nochmal auf Kermit, der versucht den Schlagschuss. Kriegt die Scheibe fast wieder, aber wieder guter Block. Wie schon in Spiel, in den ersten drei Spielen, SSK macht es da wirklich gut. Pomatzki, herzlichen Dank. Macht es da wirklich gut. Hat immer wieder was in die Schussbahn gebracht. Alex versucht jetzt hier Vorcheck zu spielen, aber Kermit holt sich die Scheibe. Und ist kurz hinter der gegnerischen blauen Linie wieder Schluss. Jetzt der Aufbau von SSK über die linke Seite. Gut verteidigt hier von Kermit und Chris, aber da behindert man sich gegenseitig. Paddy passt am langen Pfosten auf, aber dann der Punktverlust von Juris. Scheibe ist hinterm Tor von Norex. Da muss man aufpassen. Geht jetzt zu den Verteidigern. Schuss von oben, geht am Tor vorbei. Und Schubi kann jetzt hier zupacken. Ja, 8 Minuten schon wieder rum. Es geht hoch und runter. Und jetzt die zweite gute Chance hier für SSK. Eier hier in der Zone von Norex. Geht mit ein bisschen Glück dann zu Paddy. Jetzt der Pass hier auf Kermit. Aber Joris dann Schritt zu schnell in der Offensivzone. Und da haben wir wieder die nächste Abseitsstellung. Der Bulli-Gewinn hier für SSK. Die bauen wieder über die linke Seite auf. Das kann das Ganze wieder gut unterbinden. Macht es schön die eigene Blaue zu. Jetzt harter Check von Alex. Da habe ich schon fast wieder den Late-Hit gesehen. Nächster Hit hier. Jetzt guter Push. Setzt den Verteidiger unter Druck. Der Vorcheck kann jetzt hier umspielt werden. Jetzt muss man aufpassen. Gut zugemacht von Chris und Juris. Geht jetzt zu Paddy, der soll hier den Aufbau einleiten. Jetzt guter langer Pass hier auf Kermit. Der kriegt guten Support von Juris. Scheibe geht rüber zu Paddy. Der tief. Nochmal hoch, jetzt der Schlagschuss, aber guter Block wieder hier vom Stürmer von SSK. Und Chris eilt zurück, holt sich die Scheibe. Kermit versucht hier wieder den Move, bleibt aber erneut hängen. Das heißt hier guten Backcheck fahren. Oh, da vergisst man hier den Verteidiger. Gute Schussposition, völlig frei. Und zu Glück für Norix, dass der hier doch so deutlich daneben geht. Jetzt kommt jetzt hier schön ins Drittel rein. Bleibt sogar in Scheibenbesitz. Kriegt die Scheibe auf Juris jetzt auf der linken Seite zu Alex. Passversuch nochmal in den Slot. Aber wieder sehr, sehr solide und gut verteidigt hier. Södertal hier baut neu auf. Jetzt ziehst du mal über die rechte Seite. Aber Paddy hier, schöner defensiver Poke. Scheibe geht über die Linie und die nächste Abseitsstellung. Dann wurde noch irgendjemand ordentlich von den Beinen geholt. Guter Bulli-Gewinn hier von Juris. Kriegt die Scheibe im Aufbau. Fährt sie ins Drittel rein. Schöner Pass auf Paddy. Der hat ein bisschen Platz auf der rechten Seite. Spielt zu Alex. Ah, da kommt die Scheibe. Nein! Habe ich kurzzeitig gehofft, dass er nochmal zu Juris prallt. Und der dann vielleicht abschließen kann. SSK wieder über die linke Seite. Jetzt die Strafe wegen Beinstellen hier gegen Juris.
Wiedertal spielt es jetzt hier ruhig aus. Schuss von oben. Alt gegen Schubi. Jetzt muss man hier aufpassen. Kurze Eck war kurz offen. Da hat Schubi nicht ganz aufgehört. Und jetzt der Pfostentreffer hier aus ganz spitzen Winkel mit der Rückhand. Da hat man es einfach mal probiert und versucht. Servus. Sali. Und jetzt wird die Strafe auch ausgesprochen. 2 Minuten Beinstellen gegen Juris. War aber auch in allerhöchster Not. Schussversuch von Chris wird wieder abgeblockt. Also bislang wirklich sehr, sehr gutes Positioning da in der Defensivzone. Kaum Schuss, der mal wirklich aufs Tor durchkommt. Alex jetzt hier mit einem schönen Move, versucht sich rechts durchzusetzen, nimmt wieder wertvolle Sekunden von der Uhr. Aber jetzt ist man hinten ein bisschen offen. Letzte Sekunde hier im Drittel, jetzt sich noch das Gegentor. Oh, da bounced sie gefährlich hier rum. Aber es geht nochmal gut. Ja, hier sieht man es, 1:0 Schüsse. Zeit in der Offensive relativ ausgeglichen. Es wird alles weggeblockt, es kommt kaum irgendwas durch. Da muss man vielleicht ein bisschen schauen, dass man noch besser die Schusslane findet. Aber da ist natürlich auch extrem viel Verkehr meistens vor dem Tor. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass es wieder so ein 1:0, 2:1 Spiel maximal wird. So. Norwich startet jetzt ins zweite Drittel in Unterzahl. 45 Sekunden, noch schöner Pass hier von Chris auf Kermit. Und jetzt hängt die Kamera beim Verteidiger fest. Chris muss heute nochmal streamen. Kermit kann uns leider noch kein Bild zur Verfügung stellen. Ich glaube, der wollte lieber überprüfen, ob er schon wieder steht. Ich Bulli gewinne hier von Kermit, verliert die Scheibe gleich wieder. Noch in Überzahl, jetzt wieder über die linke Seite. Die spielen extrem viel über links gerade im Moment. Chris jetzt gut verteidigt, Paddy muss aufpassen. Kann das Ganze jetzt klären. Oh, da hat er Glück. Das war fast ein Todespass hier für Kermit. Dead Furious, herzlichen Dank für den Follow. Wiedertal jetzt wieder gut über die linke Seite. Scheibe sind am Tor, Schuss aus spitzem Winkel. Aber der war mit der Rückhand, Schubi ist zur Stelle. Jetzt kann man hier die neutrale Zone gut überbrücken. Aber man bleibt dann sofort wieder hängen. Es geht schon wieder in die andere Richtung. Vielleicht die Schussmöglichkeit für Södertal entscheiden sich hinter das Tor zu spielen. Chris passt da gut auf. Jetzt gegen zwei. Wird er unter Druck gesetzt. Verliert die Scheibe. Doppelblock. Erst von Kermit, dann von Paddy. Da ist die Scheibe dem Stürmer aber haargenau zum One-Timer auf die Kelle geflogen. Müssen wir hier nochmal abbrechen. Der hatte Alex vermutlich mit dem Pass in die Schnittstelle gerechnet. Haben dann einen Ticken zu spät. Oh, da war Paddy. Eigentlich hätte er da, glaube ich, reingehen können. Rechts, da hat er ein bisschen Platz gehabt. So muss man das Ganze nochmal aufbauen. Man nimmt sich jetzt hier die Zeit. Und Alex wird hier hart von den Beinen geholt. Jetzt verliert mir hier kurz hinter der blauen Linie die Scheibe. Aber drei Jungs schon wieder zurück. Gute Defensivarbeit hier von Juris, der seinen Verteidigern aushilft. Wieder der lange Stretchpass hier auf Kermit, der sucht die Anspielstation. Findet sie jetzt in Christian, ein bisschen Platz, geht in Richtung Tor, aber wieder super Defensivschläger hier vom SSK-Verteidiger. Für mich hört sich das nach wie vor immer noch wie FFK an, ich weiß nicht. Jetzt guter Pass hier auf Alex, Kermit sollte den kriegen. Die Anspielstation braucht er einen Ticken zu lang, um sie zu finden. Es geht wieder in die körperliche Robust, die Schweden, ja. Aber Alex hat auch schon ein bisschen ausgeteilt. Aber das ist auch gerade, man steht sich wirklich gegenseitig auf den Beinen. Es sind irgendwie kaum Räume da. Jetzt davor einmal Chris ein bisschen die Chance. Meistens werden alle Angriffsversuche hier kurz hinter der eigenen blauen Linie gestoppt. So, danke für die Installationsmeldung. Vielen herzlichen Dank, Computer. So, gibt es wieder Icing. Schlagschuss von oben. Der war gefährlich. Der war knapp daneben. Scheibe bounced jetzt hier am kurzen Pfosten rum. Schubi findet sie dann glücklicherweise. Schöner Schlagschuss hier nach dem Bulli. Der war ziemlich knapp daneben. Nächster Bulli gewinnen hier von SSK.
Scheibe ist wieder hinter dem Tor von Norris. Wraparound-Versuch. Uiuiui. Ich glaube, da wäre Schubi zu spät gewesen, wenn er den clean bekommt. Passversuch von Kermit wird wieder gestoppt hier kurz in der eigenen Zone. Man schafft es halt nicht, längere Offensivzeiten gerade zu generieren. Das macht es schwierig. Jetzt guter Backcheck hier von Alex. Sticht die Scheibe raus, kriegt den Pass dann gleich wieder. Kermit jetzt nochmal auf Alex. Ja, da muss der Pass, denke ich, hochkommen. Direkt zu Chris. Der hatte da zumindest ein bisschen Platz. Jetzt schöner Pass hier auf Paddy. Der spielt direkt weiter auf Juris. Der sofort weiter auf Kermit, aber wieder gut abgefangen. Jetzt schöner Pinch hier von Chris. Juris nochmal mit der Scheibe schießt. Schade, wieder weggeblockt. Und Alex jetzt hier nochmal mit einem schönen Zeichen hinter dem gegnerischen Tor. Der Verteidiger gut umgefahren. Und die Defensivreihen arbeiten wirklich hervorragend hier auch in Drittel Nummer 2. Jetzt guter Pass hier auf Juris. Aber der verliert sofort wieder die Scheibe. Es wieder eine neutrale Zone zu machen. Chris hier ein bisschen offensiv. Juris fängt wieder gut ab. Schöner Poke hier wieder der Schweden. Ist jetzt hier fast durchgezogen. Jetzt muss ich aufpassen, wenn es jetzt schnell geht. 3 auf 2, Break für SSK. Scheibe ist links draußen. Schöne Drehung. Und da hat Norix gewaltig Glück gehabt, dass der Stürmer die langsame Schussanimation kriegt. Und der Schlagschuss hier. Und nochmal Riesenchance jetzt hier auf einen Abpraller, beziehungsweise auf einen Nachschuss. Lauf, einen wunderschönen guten Abend. Ja, zweite Drittel endet ebenfalls 0:0. Es ist eine Schlacht in der neutralen Zone oder an der eigenen blauen Linie der jeweiligen Teams. Spiel stark durch die Defensiv reingeprägt, beziehungsweise durch die Defensivarbeit. Es sind ja nicht nur die Verteidiger. Somit kommen wir hier zum dritten Drittel von Spiel Nummer 4. Jetzt der Tie-Up wird schön geholt von Kermit, aber wieder super Poke hier in der Defensive. Jetzt mal schöner Pass auf Juris, der hat ein bisschen Platz rechts außen, spielt hoch zu Paddy, rüber zu Chris, nochmal zu Paddy. Lassen jetzt hier schön die Scheibe laufen und dann wieder der Pass, der nicht ganz durchkommt. Schade, da hat man es mal kurzzeitig geschafft hier Aufstellung zu kommen. Kermit haut die Scheibe weg. Und jetzt der Break hier für SSK. 2 auf 1, 3 auf 1. Chris legt sich hin und da ist die Führung für SSK. Da war der Turnover an der gegnerischen blauen Linie. Paddy kriegt da die Scheibe nicht tief, wird dann noch umgefahren. Bleibt liegen. Und Chris ganz alleine. 3 auf 1 Break, dann eiskalt ausgenutzt von SSK. Scheibe jetzt hier wieder hinterm Tor, Passversuch in die Mitte und nächste gute Chance hier. Ja, man schafft es bislang auch wirklich nicht. Jetzt gutes Bulli, da ist es 2:0. Wir wollten es gerade ansprechen. Die Bullis, die verlorenen. Eieiei, da kriegt der Stürmer sogar noch den Check ab, aber der Puck trudelt ins Tor. Hier sieht man so mit der Check und dann trudelt er in Zeitlupe quasi an Schubi vorbei. So wie es 2:0, jetzt wird das natürlich eine ganz schwere Aufgabe, hier nochmal zurückzukommen. Allerdings bleiben noch 16 Minuten, aber schneller Doppelschlag jetzt hier von SSK. Wird dann nicht mitgenommen. Juris jetzt auf der linken Seite, spielt tief zu Alex, der direkt zu Kermit hoch zu Chris, Schuss jetzt hier von Paddy. Flach geschossen auf dem Abpraller. Aber Juris kriegt die Scheibe nicht ab. Jetzt kam schon wieder in der Zone von Norex. Juris fängt jetzt hier die Scheibe ab. Versucht aufzubauen. Jetzt über die rechte Seite. Oh, gefährlicher Pass hier von Paddy auf Chris. Paddy kriegt nochmal die Scheibe. Schussversuch, wieder guter Block hier. Aber Norex bleibt in Scheibenbesitz. Der Pass auf Alex wird wieder abgefangen. Chris pincht jetzt. Jetzt muss man aufpassen auf der rechten Seite. Paddy ist zur Stelle. Sehr stark verteidigt hier.
Jetzt geht es noch wieder über die rechte Seite. Kermit wieder flach geschossen auf dem Abpraller. Man sucht jetzt hier das dreckige Tor, wie es immer so schön heißt. Hätte ich jetzt hier als Quarterback in der Defensive mehr oder weniger eingesetzt. Kriegst jetzt einen schönen Move. Ah, oh, schade, da kommt der Pass auf Alex wieder nicht an. Jetzt versucht es jetzt hier reinzukommen. Schöner Pass jetzt von Paddy auf Alex, da ist die Chance. Aber Kermit kriegt ihn ganz knapp nicht am Schoner vorbei. Gute Parade hier mit der Schiene. Oh, die große Chance für den Anschlusstreffer. Da ist man mal schnell ins Drittel reingekommen. Jetzt ist kaum im nächsten Bulli gewinnen jetzt hier. Die Scheibe geht links raus. Jetzt muss man aufpassen. Guter Poke hier von Paddy wieder. Jetzt mit dem ersten schönen langen Pass. Wird Paddy jetzt in die Offensivzone mitgenommen. Schussversuch wieder von Alex. Aber wieder mit dem Schläger weggebrochen. Jetzt der nächste 2 auf 1 Break. Aber stark verteidigt jetzt in dem Fall von Kermit. Aber der nächste Fehlpass folgt zugleich. Jetzt gibt es hier schon wieder den nächsten Break für SSK. Norix muss natürlich jetzt auch aufmachen. Daraus resultieren dann eben diese Break-Situationen. Sind aber bislang noch gut gegangen. Paddy nochmal auf Alex, der mit dem Schuss. Ich glaube, diesmal vom eigenen Mann weggeblockt. Passversuch nochmal auf Juris. Kommt nicht an, der holt sich nochmal die Scheibe. Kriegt ihn dann aber nicht durch. Jetzt wird hier hart vor der Kiste gearbeitet. Schöner Schuss von Paddy. Juris mit dem Abfallversuch. Nochmal Chris von oben. Aber geht auch knapp am Tor vorbei. Und Juris kann dann ganz knapp hier die Kiste, die Scheibe nicht in der Zone halten. Was er jetzt nochmal anschauen will. Ja, hier der Schuss von Juris wird vom eigenen Mann geblockt. Da ist Kermit nicht schnell genug weggekommen, leider. Dann nochmal der Schlagschuss von Chris. Auch ganz knapp daneben. Hier sieht man es nochmal. Ja, jetzt wird es natürlich immer eng. 5 Minuten bleiben jetzt noch auf der Uhr hier, um den Ausgleich zu schaffen für 2 Tore. Bodychecks ist SSK deutlich vorne, 22 zu 10. Schön hier von Chris die eigene blaue Linie verteidigt. Kermit holt sich die Scheibe. Kommt jetzt auf der linken Zone rein. Ist nochmal auf Kermit. Alex, Paddy hat hier nochmal die Scheibe zu Chris. Ja, auf Alex, One-Timer. Aber wieder gut weggeblockt. Wraparound-Versuch von Kermit. Da ist der Goalie zur Stelle, macht das kurze Eck zu. Und SSK kann jetzt hier die Scheibe tief in die Zone von Norix bringen. Schneller Versuch aufzubauen, misslingt auch. Natürlich Druck auf den Scheiben für den Ausgang. SSK macht es gut, nimmt viel Zeit hier in der Offensivzone von der Uhr. Spielen immer wieder die Scheibe tief. Und hoch an die Blaue, jetzt die Chance sogar nochmal. Aber im letzten Moment nochmal der Bodycheck. Letzte Minute hier im dritten Drittel läuft. SSK kann die Scheibe halten, man kriegt sie auf Seiten von Norix nicht wirklich unter Kontrolle. Jetzt hat hier mal ein Fehlpass, Kermit mit ein bisschen Mini-Platz. Aber SSK kriegt die Scheibe sofort wieder. 36 Sekunden noch auf der Uhr. Schuss von außen, oi. Wo war denn der Schubi auf dem Weg hin? Da wäre es beinahe nochmal schief gegangen. Ja, nächster Pass hier in die Beine der Verteidiger. Jetzt kann die Scheibe auch nicht in der Zone halten. Ein guter Entry hier von Norix über Paddy. Scheibe ist bei Kermit auf. Kerf, Chris, und da ist der Anschlusstreffer. Ah, Entschuldigung, ich musste gerade husten vor lauter Schreien. Ja, 14 Sekunden bleiben noch. 2 zu 1. Jetzt hier nochmal der schnelle Break. Versuch nach dem Bulli. 7 Sekunden noch. Man versucht jetzt mit dem Kopf durch die Wand, bleibt aber zweimal hängen. Das sollte es gewesen sein. Ja, so ist es auch leider. Spiel Nummer 4 geht an SSK. Gratulation an die Jungs, gut gespielt. Der schnelle Doppelschlag entscheidet dann hier Spiel Nummer 4. Der Anschluss kam dann leider Gottes zu spät. Minokin, herzlichen Dank für den Follow.